Doppelklick. Aber du darfst den Finger nicht abheben. Ich heb immer meinen Finger das ab. Das darfst du nicht machen. Der muss da liegen bleiben. Controller-User. Ich drücke immer. Aber auch da musst du den Finger liegen lassen. Ja, deswegen bin ich ja so eine Niete mit dem Controller. Dann lass doch einfach mal hier haken. Ich spinn dir den Finger am Joystick fest. Spaceman sagt, ich habe mich so auf Bob gefreut. Ja, das, vielleicht mache ich die Woche nochmal irgendwann was, aber morgen, das wird nichts. So. Conluser sagt, ihr zwei, unglaublich, es ist ein Hagen, was verschafft uns die Ehre? Es ist Samstag. Hier, die Leute setzen schon Geld, wer von uns beiden gewinnt. Spaceman setzt 10 Euro auf Dennis. Danke, nein, da gewinnst du auf jeden Fall. Der ist hinterhältig. Und der hat, ich sagte, der kriegt mit dem Finger die Klemmsteine auseinander. Und wenn nicht, dann mit den 10. So. Joystick-Tutorial mit Dennis. Dennis, willst du nicht mal back in time? Wie drückt man in Competition? So, ein Video über Joysticks und die richtige Benutzung. Auf der Gamescom ist ja schon immer das Problem, den Leuten zu erklären, dass sie den richtig rumhalten. Kein Scherz. Kein Scherz. Ja, oder auch schön, das Kabel, das vom Controller geht ja zu einem und dann, der bewegt sich in die falsche Richtung. Ich drücke nach oben, der geht nach unten. Ich drücke nach rechts, geht nach links. Ist kaputt, geht nicht. Oder auch gerne so, mit das mal hier und dann... Stehst da und musst den Leuten erstmal den Joystick in der Retro-Arena. Genau. Knack. Der Hagen hat sich schon eingeknackt. Sekundenkleber auf das Knöpfchen, genau. Der wird festgeklebt. Ich mache das mit so einem Klebstoff und das Lösungsmittel, das kriegst du, wenn gewonnen ist. Genau. Oh. Der Hagen wird schon ganz rot. Weißt du, wie warm mir ist? Das ist unglaublich. Hier sind es gefühlt 40 Grad. Willst du nicht mal das Papiertuch austauschen? Oh, das ist bestimmt schon durch. Das klebt noch in der Mitte. Oh, es ist durch. Ja. Oh. Ich habe dir doch das ganze hier... Du hast die ganze Rolle. Oh, ganze Rolle. Wir rinnen schon an die Stirn runter. Ja. Oh. Sie haben noch gesagt, ich kenne jemanden, der hat als Bausteintrenner für Kobi-Modelle eine Axt geschenkt bekommen. Ja. Wenn man hier mal, dass man mal sieht, was da passiert. Der Hagen schon wieder F1 gedrückt, ich hab's nicht mitgekriegt. Oh, Wahnsinn. Hagen, willst du ein Eis haben? Ich könnte dir eins holen. Nee, der Süßkram hier, der ist sowieso... Ach, keine Truppe. Hab ich wieder das Klopapier angestellt. Ich mach mir kalte Gedanken. Wir sind hier frostige... Frostig-russische Temperaturen, hätte ich fast gesagt. So Eiswürfel auf dem Kopf. Wenn ich hier den Clip... Nee, warte. So ein Eiswürfel auf dem Kopf. Besorgt dem Hagen ganz kleinen Helm, 2 bis 3 Zentimeter. Ja, ich habe gesagt, ich habe noch einen. Ja. Stationäre Flagge. Außerdem darf ich dir was sagen, hier gibt's nichts zum Lachen. Das ist nicht ernst, das ist todernst. Ja, er tot, ich ernst. Mit, nee, Todd heißt er. Ach, Todd? Ja. Todd, Tell Todd, Toll Ted. Ich dachte, der heißt Todd. Ist irgendwie fies, oder? Das kannst du auch nur im Englischen bringen, glaube ich. Todd. Ja. Nee, ich sag nur, also stell mal vor, du, wie heißen sie? Tod. Ja, Todd. Ja. Tod, ich heiße Tod. Brauchen ein Spiel, wo sie sich Fellmützen aufsetzen müssen nächstes Jahr. Ah, frag mich mal, wo ist denn hier erst wieder Spiegelverkehr? Wir haben noch Transarktika. Genau, und das im Sommer. Ja. Ja. Das spielen wir dann draußen im Schnee. Wie heißt das dann, wenn es Silvestern gibt und Happy Halloween? Und wie heißt das dann? Was? Kaputt geschwitzt oder? Retro ausgeschwitzt. Genau, rausgeschwitzt. Genau. Zumindest haben wir keine 35 Grad mehr. Du nicht. Alexa, welche Temperatur haben wir? Im Augenblick liegt die Temperatur bei 22 Grad Celsius. Heute draußen. Abend wird eine Tiefstemperatur von 18 Grad erwartet. Ja, da haben wir ja noch. Die 18 Grad erreichen wir noch, bevor wir hier fertig sind. Ja, aber 22 Grad sind es draußen, denn ja, also mir ist hier viel wärmer.
Ich glaube, musst du noch aufmachen. Hier sind. Da, die Soldaten sind. Sister Mary Napalm, Teltot, kenne ich von der nackten Kanone. Also, nackte Pistole habe ich mal nur so eine Viertelsfolge gesehen. Ich kenne es nicht. Das ist die Erfolg, das ist so eine, gab es erst als Serie, die nackte Pistole, und dann haben sie Kinofilme draus gemacht. Ich fand aber die Serie, das was ich gesehen habe, fand ich deutlich weniger witzig als die Filme. So, wir sind wieder da, das heißt, dann kann ich ja hier, das sieht schon, da kommt so ein Motorblock so langsam. Genau. 14 und jetzt brauche ich das Teil hier. Ja, vielleicht muss ich der Serie einfach nochmal eine Chance geben. Ich habe, wie gesagt, nur ganz kurz reingeguckt gehabt. Wir haben so viel auf der To-Watch-List. Muss ich erstmal Gotham, die fünfte Staffel, gucken. Und ich habe die erste Staffel von. Wie heißt diese Star Trek-Serie, die nicht Star Trek ist? Star Trek ist Orville. Ja, die erste Staffel von The Orville habe ich noch nicht fertig geguckt. Aber ist gut, oder? Ich finde es nicht schlecht, aber ja. es ist halt. Es ist stilistisch ein bisschen anders, aber ja. So von der grundsätzlichen Machart. Ähnelt es Next Generation. Ja. Aber nachdem und ja auch, ich glaube, Brandon Braga und so da auch mit dabei sind, ja, der. Vor allen Dingen, ich glaube, der, wie heißt der, der auch American Guy gemacht hat, der Hauptdarsteller, der, wie heißt der, der die Serie gemacht hat? American Dad meinst du? American Dad, Entschuldigung, wie heißt ja. Der? Seth MacFarlane. Ja, Seth MacFarlane. Der hat echt alle seine Freunde auch gefragt, glaube ich, mitzuspielen. Weil da, Und dann hast du natürlich eine gute Chemie. Ja, nee, du, also der hat auch super bekannte Schauspieler zum Teil, als die mal nur so einspringen für eine halbe Rolle. Da waren welche dabei, ich überlege die ganze Zeit, wie diese, die super bekannte, mehrere Oscars sind, klar, und die kommt dann irgendwie für 10 Minuten da rein. Was du, das ist ja unbezahlbar halt normalerweise, weißt ja. Du, und er hat da sogar, er hast nicht mal Bock, ich mach das so gleich Star Trek Serie, kommst mal rein, lächelst mal in die Kamera, gehst wieder weg. Das ist natürlich der Hammer. So muss man das machen. Ja, ja, aber ja, das ist natürlich. Wir haben Hammer. Ja in unseren, in unseren Hörspielen auch immer so Nebenrollen von, sagen wir mal, mittelbekannten Leuten oder auch bekannteren Leuten. Wollte schon sagen. Also digitalisiert, instanziert, unsere beiden Hörspiele, die Virtual-Menschen-Hörspiele, die wir gemacht haben. Ja. Und der wichtig ist aber, bekannte Leute kriegen immer nur kleine Nebenrollen. Ja. 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 Aber da haben wir einige Unterstützung gehabt. Der, ja. Eine kleine Rolle hat zum Beispiel der. Der Bund. Moment, der. Romeo Knight. Er hat eine kleine Rolle zum Beispiel gehabt. Ja. Ich dachte jetzt, du willst den Mund nennen. Nee, mit dem dürfen wir doch nicht werben. Da dürfen wir keine Werbung. War doch der Deal. Ja, Entschuldigung. Also auch solche Deals geben wir ein. Ja. Ja. Da müsst ihr euch das Hörspiel anhören, um zu wissen, wer den magischen Mund gesprochen hat. So, ich brauche einen 3x2 Blau Dices. So, jetzt baue ich schon das nächste Teil. Ich bin schon beim dritten Teil. Haken meint Charles Theron. Ja! Danke! Die Theron, ja, die Charles heißt die aber nicht. Wie heißt sie mit Vornamen? Charlize Theron. Wo steht denn der Name? Charlize Theron, da. Ja, da, du Charles Theron. Ich dachte, ja. Flugzeug ohne Kabinenluftdruck, ja. Sister Mary Napalm, ja. Und ist doch geil, oder? Stell dir mal vor, die nimmt irgendwie pro, ich lächle in die Kamera, nimmt die irgendwie 5 Millionen und der so, ist der Hammer. Ja. Xander Tarkless, mit wem dürft ihr nicht werben? Netter Versuch. Hör das Hörspiel. Ich sehe ja doof aus, aber so doof wie ich aussehe, bist du noch lang. Ja. Ach, so, Nummer 17. Dann brauchen wir jetzt hier wieder die
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also es ist ein bekannter Comedy-Autor. Also Autor und Comedy. Ja. Darf ich aber noch ein Geheimnis verraten mit Sabine? Ich finde ihn auch noch saunett. Das auch. War schon persönlich mit ihm gesprochen. Der ist saunett. Ich habe mal für einen seiner Bühnenpanels die Technik bedient und sie hat nicht richtig funktioniert. Aber er ist trotzdem so nett. Ja, ja. Genau. Sag's ja bloß. 19. Ist auch auf der Gamescom immer mal auf der Bühne. So, und jetzt habe ich aber genug gesagt. Am Ende käme Azure mit ihm. Ja. So, Liam Neeson spielt auch eine Rolle in Orville. Ja, deswegen, ich sag ja, der hat da sieht man erst, wie... Xander Taktis fragt, warum dürfen wir das nicht? Nein, es geht da, also, es geht da drum, also der Gastsprecher ist relativ bekannt und er hat aber schon mal die Erfahrung gemacht, also dass er irgendwo gesagt hat, er spricht mit und dann wurde groß damit beworben, für ein Hörspiel, wo er irgendwo eine halt so eine Einsatzrolle hat und dann wurde da groß Tara gemacht und da musste er dann sagen, okay, nee, Leute, weg da, geht so nicht. Ja. Und das ist ja auch schon fair. Also, ja, dass du halt nicht, da einer macht irgendwie eine kleine Gastrolle und dann du machst setzt das du dein Marketing Ding da auf. Ja, genau. Ja, ne. Und deswegen hat er gesagt, war das die Bedingung, dass wir nicht damit werben, dass er da spricht. Und das Ziel ist ja bei uns auch bei den Hörspielern, bei den Hörspielen, Spaß haben, also wir verkaufen die Dinge auch nicht. Ja. Genau. Und wir haben ja die Hauptrollen. Wir haben ja die Hauptrollen, genau. Wir haben Spaß und wenn da noch jemand halt auch Spaß hat und noch jemand damit, ist das super. Also ich habe halt Spaß daran, wenn da halt so bekannte, mehr oder weniger bekannte Leute da mit dabei sind und halt einfach nur mal so eine kleine Rolle haben und dann geht's wieder mit uns weiter. Ja. Ja. Und das ist schon wirklich lustig. Also, und ich habe große Augen gemacht, als ich gehört habe, dass er mitmacht und er ist wirklich nett. Habe ich schon gesagt, dass er nett ist? Ich habe schon gesagt, dass er nett ist. So. Ja. Gut. Ja, der Liam Neeson spielt aber auch mit. Und da siehst du auch, wer da wen, wie viele die da kennen. Also, weißt du, so, das ist nicht so mit, also, wenn ich zu dir bei Hörspielmachern kenne ich auch einige. Also. Ja, man trifft sich so, aber die Schauspieler, also, die sind ja auch, die igeln sich ja auch ein. Also, weißt es du, gibt du ja so eine, es gibt ja diese, die Community aus, kommerziellen, also aus kleinen kommerziellen Labels. Mhm. Und die kennen wir halt von diversen Messen und so weiter. Mhm. Da hilft man sich auch gegenseitig. Und wenn der, du hast gerade den Sprecher im Studio, kannst du ihn bitte mal noch einen Satz für mich mitsprechen lassen, für meine Produktion und so. Also da ist halt ist ein Geben und Nehmen. Mhm. Und da haben wir auch sehr viele nette Leute, die wir auf diversen Messen, wenn sie denn stattfinden. Mhm. Hagen, unser Ballon. Der ist zum Sterben dahin. Ach so, okay. Ich habe den dahin, dass die Flak von ihm da stehen bleibt, dass er unsere Einheit, damit er unsere Einheit blockt, damit die nur von einer Richtung aus angegriffen werden kann. Ja, hat sich ergeben und ich fand das sehr schön, weil das schießt nur alle paar Mal. Nighthawk fragt, ob er den Namen, ob er es nennen darf. Ich kann dir nicht vorschreiben, was du hier in den Chat schreibst. Ich werde es nur nicht vorlesen. Wir sind halt, also wenn jemand sagt, ich mache bei euch mit, aber nennt den Namen bitte nicht so offensiv, dann ist das für uns voll in Ordnung. Genau, also in Credits steht er natürlich drin und so weiter. Das ist ja auch schön. Also freuen uns hier auch. Wir denken übrigens, Dennis, da darf ich das schon sagen? Wir denken dann über eine Fortsetzung nach. Also wir denken über ein als Drehbuch. Exposé gibt's schon, aber ich muss auch das Skript muss ich noch schreiben. Ja, kommt natürlich, also ich will ja keinen Druck aufbauen. Also ich nicht, aber wenn da natürlich jemand begeistert wäre und gerne die weiteren Folgen hören würde, dann ich habe auch schon, kann ich niemanden davon abhalten. Ich habe mit Maren auch schon Brainstorming gemacht, wieder über weitere Folgen. Und so. Erstmal das eine fertig bekommen. Ja. Hast du ja noch einen halben Monat Zeit, um das Drehbuch rauszuhauen. Ja, ja.
Muss halt es. Die Challenge ist, die nächste Möglichkeit, dass wir das Hörspiel aufnehmen können, ist im November bei unserem VD-Wochenende. Und entweder bin ich damit fertig oder es dauert ein Jahr länger. Weil wir alle auf einen Platz kriegen wir halt nicht mehrmals im Jahr. Ich darf da. Ich kenne, also ich habe mal von einem sehr wichtigen Philosophen gehört, der einen hochgradig wichtigen Satz gesagt hatte, den man leicht abgewandelt auch auf diese Situation benutzen darf. Raushauen? Hagen, verlieren ist keine Option. Ja, ja, genau. Kannst du da auch anwenden. Mhm. Ja. Nicht fertig werden ist keine Option. Ja. Ja. Was ist jetzt passiert? Hast du irgendwas gemacht jetzt? Dennis? Was? Gemacht? Wie gemacht? Hast du jetzt irgendwie... Ich habe hier den Modellbaucam wieder angemacht, weil hier bin ich jetzt da, es geht weiter. Ich muss hier mal Tempo machen. Um dich ein bisschen unter Druck zu setzen. So. Und dann brauchen wir noch ein 4x4. Das kommt dann dahin. Und dann kommen wir... 4x4, ich bring Wein. 8x4 war das doch hier, was wir brauchen, wenn wir so weiterspitzen. Ja, man merkt, die Teile werden weniger, es geht schneller, sie zu finden. Sprach's und suchte wie bescheuert. Ne, da ist es. So. Kommt da hinten rein. Das gibt das Leitwerk, oder? Ja. Jetzt halte ich schon im Modellbaucam, dass du... Ich war gerade überlegen. Was willst du denn bauen? Das weiß ich ja nicht, deswegen überlege ich ja. Wie viel Energie haben wir denn? Ballon. Wir haben genug für alles, was du möchtest. Also üblicherweise ist ja die dominante Strategie... Bauschwere Artillerie. Das Problem ist, wir haben zwei mittlere und die haben zweimal geschossen, weil sie nicht schnell genug hochkommen. Deswegen habe ich gerade eben sehr lange über ihn nachgedacht. Dann habe ich gedacht, naja, da oben sind aber ganz viele Fliegerchen. Und habe deswegen geschwankt zwischen rechts dem Fahrzeug, was aussieht wie so ein kleiner Hirschkäfer, und links dem Fahrzeug, was aussieht wie so ein kleiner Hirschkäfer. Auch beide. Ja, dafür haben wir jetzt nicht genug. Was würdest du denn priorisieren wollen? Ich würde mal sagen, dann bau erstmal eine Flak, dass wir da mal aufräumen. Eine gute Wahl, Dennis. Hier, was heißt hier kleines Modell, Jens? 2,5 Stunden. Wenn ich muss ja hier auch noch mit den Hagen hier unter Kontrolle halten, damit er hier so... Eins davon. Da sind wir nicht deutlich weiter als bei dem Schiff beim letzten Mal. 1, 2. Hagen zählt wieder. Gibst du mir gerade mal das Handbuch, bitte? Was soll ich denn nachgucken? Bitte nochmal den Handley. Handley? Das war der Bomber, ne? Konnte der auch Richtung Flieger ballern? Der hatte 10 MGs oder so, irgendwas weiß ich noch. Gotha, Moran, Nuppert, auf Seiten der Alliierten. Spud, Handley. Der kann gegen Boden und Luft und Wasser 25. Also Reichweite 1 und ja, 25 nee. Schaden. Da macht er mehr Wumbi als wir. Schwere Bombe. Hat 7,7 mm Zwillings-Lewis MG im Bug- und Rückenstand. Einzel-Lewis aus der Bodenklappe. Und 813 Kilogramm oder 1655 Kilogramm Bomben intern. Du kannst das auch mal ruhig in die Kamera halten. Hab ich doch von grade. Außen. Hab ich doch gerade. Ich dachte, du hast den Käse auch mal jetzt drauf. Da ist er! Der Käse. Saint-Germain. Saint-Germain, Saint-Germain.
sind das nicht diese roten Knubbel, die dann da so hin und her hüpfen? Das ist doch Ba-Ba-Ba-Ba Baby Bell. Hm. Genau, Lufthoheit ist wichtig, wie bei Panzergeneral. Was ist da jetzt? Der hat recht, mehr MG zu Anfang 5, jetzt sind wir schon bei 10. Der wird halt nachgerüstet während dem Flug. Aufmunitioniert. So, hier, das sollte 1, 2, ich sag einen. Zwei? Zwei. Zwei? Ja, hoffen wir. Gut. Das ist unser bester Bunker. Und sind halt auch Panzer. Mhm. Aber wir sind ja noch gar nicht so schnell gestorben, wie du sagtest. Nee, wir halten uns verzweifelt. Ja. Der Gegner hat sich zurückgezogen. Das hat mich verwirrt. Vielleicht will er reparieren. Nee, er hat, ist doch mit seiner mittleren Einheit ist er doch quer durch und hat wie ein Feuer in unserem Butterstückchen ist er da durchgezuppelt, weißt du so. Und dann hat er gedacht, oh, komm, der hat ja keine langweilig. Chance. Wir laden ihn ein und fahren ihn weg. Und jetzt ist er weg. Und dann? Hörst du das Meeresrauschen, Hagen? Aber... auch? Ja, bitte. Ich muss doch Joystick. Soll ich da... Im Moment musst du doch gar nichts. Im Moment gucken wir mal zu, wie unser Panzerwägelchen von der Flak abgeschossen werden. Nee, wir die Flak abschießen. Du hast gesagt, die Flak wehrt sich nicht richtig, also greife ich die jetzt immer wieder an. Sieht ja auch so aus. Ja. Die schießt zwar... Das ist die Blockflak. Ah, Blockflak. Ich krieg's nicht zu. Dankeschön. Genau, wir stellen natürlich übrigens unsere Gläser auf die Retroplay... Glasuntersetzer. Ich finde die geil. Ich finde die absolut Hammer. Die gibt es unter shop.virtualdimension.de. Hier habe ich der Nexia hat schon gesagt, Werbung. Dann können wir hier auch mal so. Ich finde es aber, die Dinger sind echt cool. Und richtig, also das ist was. Das ist nicht, wir haben extra geguckt, das ist nicht so ein billiger Kram. Weil ja, da, es gibt was. Auch so, darf ich die, ohne die jetzt zu sehr abzuwerten, darf ich sowas mal in die Kamera halten? Die finde ich ja ganz peppig, aber wo ist denn die Webcam? Hier ist ja nichts mehr. Hier ist ja nichts mehr. Ich habe die da, hier. Ja, hier ist so ein... Die sind auch nicht schlecht, aber die sind natürlich cool. Das ist also so ein Stoff. Die sind inhaltlich, also ich finde die schon voll retro und sau cool vom Ding, aber es ist halt so Läppchen, gell? Ja. Ich brauche das Läppchen wieder. Ja. Genau, damit wartet ihr jedes Getränk auf Sister Mary Napalm, wartet immer noch auf das Orgmose-Motiv. Ja, wir brauchen Vorschläge. Wie das denn aussehen könnte. Was, wieso denn Orgmose? Das war bei Bard's Tale, wo der Ork quasi durch die Wand hindurch diffundiert. Das ach so, ja, Orgmose. Ich erinnere mich, ja. Es gibt so viele Ideen für Motive, aber wir brauchen halt Leute, die das zeichnen. Und ich kann Bildelemente anordnen, das kriege ich hin, aber Zeichnen kriege ich nicht hin. Ich will ja immer noch ein Motiv mit Elynchos und... Aber schon eine Überlegung, wie das aussehen soll mit El Machete und El Lynchos. El Lynchos und El Muerte. Und in meinem Gedanken sind die Messerfiguren mit so Mexikaner mit so Sombreros und so großen Schnauzbärten und im Hintergrund ein Kaktus. Das Problem, was ich habe, das sind ja immer die Kreativen, die hier da sowas diskutieren. Hm. Also der Dennis. Und da bin ich ja meistens überfordert und raus. Doch, guck mal. Na, Sister Mary Napalm, gerne Ideen schreiben. Und wir diskutieren jede, also unsere Zuschauer. Wir machen ja fast wir machen, alles. Wir diskutieren die also an unseren Donnerstagstreffen hart,
solche Geschichten. Ja. Wir lesen auch, habe ich das schon erzählt? Ich glaube, das habe ich bei einem letzten Mal. Wir lesen, der Dennis, wir nehmen uns immer wieder Zeit und wir lesen da wirklich auch die Kommentare vor, weil es ist und ja diskutieren so, dann drüber. Nicht jeder hat natürlich Zeit, um die Kommentare zu lesen, immer. Mhm. Und die Highlights werden da auf jeden Fall, also nur ein Ich war der Erste ist natürlich sehr nett und die werden im Englischen sagt man recognized, wie heißt das? Zur Kenntnis genommen. Anerkannt. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich, sagen wir mal, Feedbacks oder so Geschichten oder wie die neuen Namensgeschichten, also die werden da schon in Baurichtungsumkehr. Ja. Also es ist jetzt nicht so. Nicht so, als würden wir da nicht so. Ich kann inzwischen nicht mehr auf jeden Kommentar antworten. Also ich versuche, wenn jemand wirklich eine Frage stellt, versuche ich sie zu beantworten. Ansonsten, ich lese jeden Kommentar, aber es ist einfach zu viel, um da jetzt irgendwie bei jedem ausführlich drauf zu antworten. Was uns ja freut, und umso mehr freut uns natürlich auch, dass inzwischen die Zuschauer dann sich auch selber antworten oder so. Aber nicht die gleichen. Nee, dass andere das klang quasi so, auch. Ich stelle eine Frage und antworte mir selber. Und uns quasi unterstützen, indem sie Fragen auch dann beantworten. Ja. Genau, die ewig langen Geschichtsexkursionen werden gelesen, natürlich. Da schreibe ich auch oft dazu, hier, vielen Dank für die Ergänzung und sowas. Ich sage immer, ich freue mich, wenn jemand was weiß, was ich nicht weiß und ich was lernen kann. Und das ist ernst gemeint.